Zwar können deutsche Kinos seit 2 Wochen wieder Zuschauer empfangen, doch die erste Bilanz zeigt, dass längst noch nicht alles beim Alten ist. Bei einer Pressekonferenz in Berlin kommen Kultusstaatsministerin Monika Grütters, Starregisseur Tom Tykwer und Kinobetreiberin Iris Präfke zusammen und sind sich einig, die Kinolandschaft braucht zusätzliche Unterstützung. Grütters kündigt 40 Millionen Euro zusätzliche Hilfen an. Damit sollen Kinos unter anderem Umbauten unternehmen können, zum Beispiel um Lüftungsanlagen einzubauen. Wegen des Hochsommers und der Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus verzichten viele Filmliebhaber auf den Kinobesuch. Ein großer Teil des Publikums ist auf Streamingdienste umgestiegen. Ich glaube, ein großer Teil des Publikums, der sich mit dieser Technologie nicht so richtig, der eigentlich nicht so eine richtige Lust darauf hat, sich jetzt einmal darauf eingelassen hat und die müssen wir jetzt erstmal wieder alle zurückholen. Und wenn Filmliebhaber doch mal ins Kino gehen, haben sie oft keine Platzwahl mehr. Ich glaube, einer der schwierigen Teile kommt erst noch, weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir sind hier im ausverkauften Kino. Jeder kann sich ausrechnen, dass man in einem Saal, der eigentlich über 100 Plätze hat und nur 10 bis 20 Leute reinlassen kann, auf Dauer natürlich keinen wirtschaftlichen Kinobetrieb führen kann. Grütters hingegen macht einen anderen Vorschlag. Und, Sie müssen am Kino vielleicht drüber nachdenken, ob die Maske nicht vielleicht hilft. Ich weiß, dass da viel gegenspricht, weil man dann eben keine Speisen und Getränke verzehren kann, was zu so einem Kinoerlebnis aber auch mit dazugehört und wo relativ viel, ich glaube ein Drittel der Abendeinkünfte generiert werden. Der deutsche Kultursektor ist weiter schwer von der Corona-Pandemie beeinträchtigt. An einen normalen Kinoabend ist so schnell nicht zu denken.